Die Region Schladming-Dachstein war dieser Tage wieder Schauplatz eines der wohl härtesten Mountainbike-Rennen der Welt. Bei der Alpentour-Trophy mussten insgesamt fast 9000 Höhenmeter überwunden werden, dort, wo normalerweise Ski gefahren oder gewandert wird. Zuerst zur Türlwandhütte unterm Dachstein, dann rauf auf die Reiteralm. Am nächsten Tag geht es zur Krummholzhütte am Hauser Keibling und dann zum Schluss noch zur Schafalm auf die Planei. 4 Tage lang werden die schönsten Plätze der Region Schladming-Dachstein erklommen. Der optische Genuss bleibt den Sportlern aber meist verborgen. Wir fahren immer durch die schönsten Plätze eigentlich von der Welt, aber genießen können wir nichts. Wir schauen immer nur auf den Reifen, auf den Vordermann und man muss da voll fokussiert sein auf die Strecke. 400 Athleten aus 24 Nationen stellen sich heuer der Herausforderung. Bei den Damen holt sich Vanessa Schmidt aus Deutschland den Tagessieg im abschließenden Einzelzeitfahren auf die Schafalm. Die Estin Grete Steinburg verteidigt aber ihre Führung in der Gesamtwertung und krönt sich erstmals zur Siegerin der Alpentour Trophy. Ich hatte keine Kraft mehr in den Beinen. Ich habe so gelitten und konnte nicht mehr schneller. Am allerwichtigsten ist mir aber, dass ich den Gesamtsieg geholt habe. Bei den Herren kämpfen Daniel Geismeier und Leonardo Paez aus Kolumbien um den Tages- und um den Gesamtsieg. In beiden Wertungen muss sich der Vorarlberger geschlagen geben. Ja, der Leonardo ist im Moment in einer anderen Welt. Ich habe schon gewusst, wenn er mich nicht einholt, dann fahre ich halt richtig gut. Aber es ist sich knapp nicht ausgegangen. Ich bin trotzdem voll zufrieden. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier das dritte Mal gewonnen habe. Ich wollte im Zeitfahren gut abschneiden und bin wirklich glücklich über den Sieg. Mit fast 9000 Höhenmetern in nur 4 Tagen in den Beinen dürfen sich aber wohl alle Sieger nennen, die es in die Gesamtwertung geschafft haben und zumindest am Ende die Aussicht in die Schladminger Berge doch noch genießen konnten. Um auch bei den nächsten